Heute kochen wir drei köstliche Gerichte, allerdings nicht in normaler Größe, sondern im XXL-Format. Von einer Trüffelpasta über einen Pancake-Stack bis hin zu einer 100-Schichten-Lasagne. Viel Spaß mit diesem Video. Und jetzt kommen wir zum Frühstück. Wir haben nichts Geringeres vorbereitet als den Inbegriff eines schönen Sonntagsfrühstücks. American Pancakes. Gigantische Pancakes. Wir machen Buttermilk Pancakes. Ich habe 2 Liter Buttermilch, jede Menge Mehl, Zucker, Backpulver, Vanillezucker, ganz viele Eier und geschmolzene Butter. Es ist, obwohl wir so eine gigantische Portion machen, echt gar nicht so schwer, deshalb lass uns direkt anfangen. Ich gebe mein Mehl in eine große Rührschüssel. Habe ich auch knapp über 1 Kilogramm Mehl. Buttermilk Pancakes sind für mich einfach die besten Pancakes, die es gibt. Besser als Pfannkuchen, besser als Crepe. Das ist saftig, das ist fluffig und das jetzt hinzubekommen, ist unsere Herausforderung. Wir wollen natürlich, obwohl wir heute groß kochen, lecker kochen. Das wird nicht einfach, aber die Gerichte, die wir haben, sind wirklich unglaublich. Ich freue mich so darauf und das ganze Büro freut sich schon heute, diese Gerichte zu genießen. Also Zucker zum Mehl, Backpulver rein. Zack. Und Vanillezucker. Alright. Jetzt schnappen wir uns die Rührmaschine und los geht's. Erstmal die trockenen Zutaten vermengen. Zack, zack, zack. Ganz easy. Bevor jetzt die flüssigen dazukommen. Boah, Junge. Alter, das ist wirklich schwer. Das war kein Schauspiel. 2 Kilo Buttermilch in so einer Glasschüssel. Nicht gerade wenig. Also Buttermilch drauf. Ich kann mir gar nicht vorstellen, wie viele Pancakes wir da rauskriegen. Wir machen natürlich. Bro, trotzdem, das wird ein crazy Turm. Ja, wir machen trotzdem große Pancakes, breite Pancakes, aber das wird echt viel. Dann kommt unsere geschmolzene Butter. Wie viele Kalorien hat das auch wieder? Wir müssen das ja auch gleich noch berechnen. Ne? Wir werden bei jedem Gericht auch die Kalorien berechnen, weil das wird spannend. Wie viele Eier ballerst du da jetzt rein? 8 Eier. 8 Eier. Ja, machst halt nichts. Ne? Zum Glück habe ich halt Blockbrett, wo ich die Eierschalen direkt reinwerfen kann. Aber es ist auch ein bisschen unfair, wenn ich das jetzt sage, weil es ist ausverkauft. Aber kommt bald wieder. So, ab geht's. Schnappen wir uns die Rührmaschine und rühren. Ich bin echt froh, dass ich die habe, weil sonst hätte ich safe Muskelkater danach. Der Trick bei diesem Pancake-Teig, egal ob man jetzt viel oder wenig davon macht, ist, dass es relativ grob verbunden ist. Nur, dass man so ein paar Klumpen noch drin hat, weil dadurch wird der Teig eben dicker und man hat diese dicken, fluffigen Pancakes. Das geht aber echt ganz gut von der Hand, habe ich das Gefühl. Okay. Ich gehe jetzt hier gerade nochmal mit so einem Teigschaber durch, sodass ich auch wirklich vom Rand alles abbekomme und dass das Mehl, wir haben hier noch einzelne Brösel, sich schön in den Teig auflöst. Langsam sind wir auch am Ziel angekommen, wir sind hier auf einem guten Weg. Das sieht wirklich schon sehr, sehr, sehr gut aus. Und ich meine, damit kannst du wirklich Pancakes für 2 Familien machen. Der Teig ist gerührt, wir können anfangen, Pancakes zu backen. XXL Pancakes. Und dabei hilft mir Eric ein bisschen. Time to get going. Let's make some pancakes. Wir benutzen nicht eine Pfanne, nicht 2, auch nicht 3. 4 Pfannen! Das wird später unser fertiger Teller sein. Wie schätzt du, wie hoch werden wir kommen, wenn wir also den ganzen Teig machen? Wenn ich diesen Teig sehe, glaube ich, dass wir so einen Stapel hinkriegen. Ich fände, so ein Stapel wäre wunderschön. Also wär so höher ein, vielleicht. Vielleicht wird es noch höher, glaube ich. Ich weiß es nicht. So werden ja die Pancakes sein ungefähr. Jo, das wird crazy. Wir machen einen Test und zwar machen wir so einen gestrichenen Löffel. Weißt du, dann haben wir immer das hier auch die Menge immer haben, die perfekte das ist Größe. Eine schöne Idee. Ich teste mal, ob das vielleicht reicht schon, weil es ist echt eine große Kelle. So, das läuft ja ein bisschen zu allen Seiten. Ich glaube, das könnte gut werden, oder? Vielleicht sogar zu groß. Okay, nächster Versuch. Bisschen mehr Hitze und schön mittig langsam sein. Und langsam. Mittig kontrolliert. Ja, der ist schon viel besser. Der erste ist fertig. Wir können ihn wenden. Und wir können es natürlich langweilig mit Besteck machen, aber da soll ja auch ein bisschen Spannung drin sein. Oh, der klebt aber gut. Seid ihr bereit? 3, 2, 1. Let's go! Erster Pancake, bisschen zu heiß haben wir ihn gebacken. Ja. Bisschen trocken ist er, aber wir kriegen das hin. Lass uns jetzt einen gigantischen Stapel Pancakes backen. Let's go. Wunderschön. Sind auf einem guten Weg. Kleiner Zwischenstand, wie sieht's aus? Ein Jiggly Stack of Pancakes. Ungefähr die Hälfte des Teiges ist vielleicht gerade im Einsatz. Wird auf jeden Fall ein ordentlicher Stack. Es macht Spaß, die Dinge auszubacken. Wir haben eine gute Zeit und mindestens so gut wird die Zeit, wenn wir gleich essen. Der letzte Pancake wird geflippt. Einfach fast so ein Seilchen. Ist gelandet. Das hier ist also unser Stapel. Einer kommt noch drauf. Ich muss sagen, es ist wirklich viel. Ihr könnt darauf gespannt sein, wie viele Kalorien das sind. Es ist unglaublich. Es ist aber auch nicht so viel, wie genau wir gedacht haben. Das hätte ich als nächstes gesagt, weil ich finde irgendwie, ich hätte mir auch vorstellen können, dass es noch größer wird. Das ist aber, ich heb das jetzt einmal hoch. Oh mein Gott, Alter. Alter. Über 2 Kilo, safe. Über 3 Kilo. Über 3 Kilo. Ja, ich hätte gesagt, mit dem Teller sind das vielleicht 5 Kilo. Das pimpen wir jetzt noch ein bisschen und ich habe noch eine Idee, um euch zu zeigen, wie viel das wirklich ist. Wir haben ja gerade gesagt, es ist nicht so viel, aber es ist wirklich unglaublich viel. Wir haben nämlich zum Vergleich einen normalen Stapel Pancakes zubereitet und der sieht nebendran so aus.
Also das ist so, was ich an so einem, also klar, vielleicht ein bisschen mehr, aber das ist so was, was ich mir zum Frühstück machen würde. Und das hier ist die XXXL-Portion eigentlich, wenn man ehrlich ist. Es ist wunderschön, es sieht aus wie direkt aus meinen Träumen und das essen wir jetzt. Es ist Zeit zu speisen. Geilsten wir so ein Mittelchen. Okay, komm. Man braucht so eine halbe Stunde, um durch den Pancake-Stack durchzukommen. Für diejenigen, die sich gefragt haben, ich blende es euch jetzt ein. Dieser Pancake hat 10.000 Kalorien, dieser Pancake-Turm. Wir müssen natürlich mal testen, schmeckt das Ding auch. Leute, gönnt euch mal ein bisschen was. Davon kann man auch nicht genug bekommen. Aaron-Sirup. Ohne Witz. Wie der dampft, Bro. Ja, wunderschön. Also, guck mal hier. Buttermilch-Pancakes sind für mich die einzig wahren Pancakes. Die sind fluffig, die sind süß, die haben diese Säure von der Buttermilch. Das macht einfach Spaß. Drei Viertel sind weg. Wie geht's euch? alle gerade von so, oh mein Gott, so am Essen. Im heutigen Video ernähre ich mich ja wirklich sehr kalorienreich und gerade wegen Videos wie diesem ist es für mich wichtig, dass ich im Privatleben ein bisschen darauf achte, was ich so esse. Dabei hilft mir Yasio sehr, denn mit Yasio kann ich meine Kalorien tracken und behalte somit alles im Blick. Ihr habt ja gesehen, wir haben auch heute bereits Yasio verwendet, um genau zu sehen, wie viel Kalorien die Pancakes hat. Der Salat, den ich hier gerade zubereite, hat 500 Kalorien und somit 9500 Kalorien weniger als die Pancakes heute Morgen. Und auch wenn das nicht meine normale Portionsgröße ist, ist es schon gut zu verstehen, was man eigentlich so isst. Die Benutzung von Yasio ist wirklich kinderleicht. Ihr findet jede Zutat über die Suche oder könnt sie alternativ einfach einscannen. Das Gewicht eingeben und ihr findet ganz genau heraus, wie viel Kalorien das Gericht. Mit Yasio Pro, was ihr euch mit diesem QR-Code oder mit dem Link in der Beschreibung mit 50% sichern könnt, habt ihr außerdem Zugriff auf über 2500 Rezepte, die euch helfen, eure persönlichen Ziele zu erreichen. Ihr könnt außerdem euren Fitness-Tracker verbinden. Ich habe zum Beispiel meine Apple Watch verbunden und kann so perfekt überprüfen, dass ich, wenn ich mal ein bisschen mehr esse, ruhig auch ein bisschen mehr essen kann und wenn ich mich wenig bewege, besser auch ein bisschen weniger esse, um im Defizit zu bleiben. Gerade für das neue Jahr checkt Yasio aus und sichert euch Yasio Pro mit 50%, denn so kostet Yasio Pro nur 2,49 Euro im Monat. Ihr findet über den Link in der Beschreibung übrigens auch meine Tipps für eure persönlichen Ziele. Und weiter geht's mit unserer 100-Schichten-Lasagne. Ihr habt gehört, was auf dem Plan steht. Wir versuchen, eine 100-Schichten-Lasagne zu machen. Also nicht 100 Schichten Nudeln, sondern abwechselnd Tomate, Nudel, bla bla bla. Zwei Töpfe mit Olivenöl. Eric, ich darf dich bitten, ein wenig Pancetta auszulassen. Dann kommt ein wenig Hackfleisch darauf. Und wir machen eine ganz klassische Bolognese-Soße. Nur halt ein bisschen mehr davon als normal. Und so macht's doch Spaß. So, wir holen jetzt die Pancetta raus. Die ist schön angebraten, schön ausgelassen. Küche raucht. Wir stehen unter Strom. Ich zeige euch einmal, wie ich das mache. Wir formen quasi schon fast so ein bisschen wie Burger-Patties. So richtige, wie so kleine Teller. Und jetzt legen wir das in unseren Topf rein. Und so kriegt es halt wunderschöne Röstaromen. Wichtig ist, dass man wirklich einfach gar keine Angst vor der Hitze hat. Ja, richtig Knallgas. Ich habe in 13 Minuten einen Friseurtermin. Ich glaube, das wird nicht. Der Eric übernimmt gleich mal. Schaut euch mal an, was für eine wunderschöne Farbe wir hier am Topfboden erzielt haben. Wir wenden jetzt unser Hackfleisch, wenn wir es überhaupt sehen können. Man sieht mich gar nicht, oder? Also dann holen wir das Fleisch raus. Jetzt gerade geht es darum, dass wir diese Röstaromen dran bekommen. Und wie es jetzt weitergeht, seht ihr bei Eric. Guckt der Pfannenboden jetzt. Zwiebeln rein. Karotten, Sellerie rein. Gut durchmischen. Jetzt adden wir noch Knoblauch. Was wir hier und hier nämlich noch nicht gemacht haben, ist Tomatenmark hinzufügen. Und das machen wir auch noch vorher. Zack, Hälfte der Tube auf die eine Seite, Hälfte der Tube auf die andere Seite. Hier ist jetzt auf jeden Fall wichtig, dass wir in dem Topf nochmal Hitze hinzufügen. So, wir ballern jetzt wirklich nochmal richtig hoch mit der Hitze. Lassen das einmal kurz stehen und dann löschen wir mit Rotwein ab. Ruhig mit einem ordentlichen Schluck. Und spätestens jetzt sollte alles vom Pfannenboden verschwunden sein. Wunderschön. Zu dem Rotwein kippen wir an jedem Topf auch noch ein Glas Brühe. Und wenn du das richtig gemacht hast, dann kannst du eigentlich kaum noch was falsch machen. Jetzt hast du Geschmack hoch 1000 in den Topf drin. So, wir fügen einmal das Fleisch wieder zurück. Können jetzt beide Töpfe auch schon mal ein bisschen runter tun auf mittlere Hitze. Und ganz wichtig, auch den Fleischsaft. Und ihr merkt, überhaupt nicht schlimm, dass das Fleisch noch nicht ganz durch ist. Das köchelt jetzt eh noch mindestens eine Dreiviertelstunde hier. Das gleiche auch auf der anderen Seite. Und auch den Pancetta. Boah, der ist richtig knusprig. Bisschen da. Das ist so eine Schweinerei, Alter. Schön unterrühren. Boah, das sieht einfach nur traumhaft aus. Ich tue ein bisschen Fleisch noch hier rüber, weil der Topf ist ein bisschen größer. Und jetzt würde ich sagen, passierte Tomate. Eins und zwei. Gut umrühren jetzt.
Wir haben zum jetzigen Zeitpunkt bewusst noch gar kein Salz und Pfeffer hinzugefügt, weil das machen wir am Ende. Genau so lassen wir das jetzt mindestens eine halbe Stunde köcheln, dass es einfach nur mal ein bisschen einzieht, dass das Fleisch gar wird, dass das Gemüse auch ein bisschen köcheln kann. Und in der Zwischenzeit kümmern wir uns um die Ricotta und die Bechamel. Und nicht irgendwie, sondern mit einem ganzen Block Butter. Und das habe ich noch nie gemacht, aber ich werde es jetzt zum ersten Mal machen. Wir nehmen uns ein Gefäß, was dem gerecht wird, und lassen als allererstes die Butter schmelzen. Die Butter ist geschmolzen, wie ihr seht. Und jetzt müssen wir Bechamel machen. Das wird wirklich spannend. So alleine eine kleine Bechamel machen, ist immer schon so eine kleine tricky Aufgabe. Und jetzt werde ich ganz vorsichtig das Mehl adden. Nach und nach und dabei ordentlich rühren. Das Ziel ist, dass wir am Ende so eine Masse hinbekommen. Eine helle Masse aus Mehl und Butter. Und hier geht es wirklich einfach nur um Konsistenz. Wie ihr seht, ist Butter und Mehl jetzt mittlerweile zu so einer klebrigen Masse geworden. Und das ist der Zeitpunkt, wo wir die Milch hinzufügen. Immer auf Konsistenz achten und dabei rühren. Nicht zu heiß werden lassen, und das ist gar nicht so leicht bei so viel Menge. Wer kommt denn da? Hör mal, du machst das ja 1A. Ich versuch's. Frisch vom Friseur. Max, was sagst du? Wunderschön. Ja, ist eine tolle Bechamel. Hier muss man einfach jetzt Stück für Stück sich rantasten. Nicht alles Milch reinkippen und dann rühren, sondern immer ein bisschen und dann gucken, wie die Konsistenz ist. You heard it here first. So, Freunde, wir sind jetzt zurück. Wir haben eine Bolognese gekocht und eine Bechamelsoße. Mit wir meine ich in diesem Fall Eric, der mich vertreten hat in der Zwischenzeit. Zeit. Nochmal von vorne. Der Eric hat mich bestmöglich vertreten. Wir haben hier eine wunderschöne Bechamelsoße, die wirklich ein Traum geworden ist. Man könnte meinen, der Junge hat das schon mal gemacht. Unglaublich. Die müssen wir nur noch mal abschmecken. Dafür habe ich ein wenig Muskatnuss. Die fügen wir hinzu. So wie Salz. Die Bolognese kocht, ist noch relativ flüssig. Aber da wir mit Lasagneplatten arbeiten, die noch nicht vorgekocht sind, sollte das kein Problem sein. Dann haben wir auch schon drei unserer Schichten fertig. Wir machen ja 5 Schichten sogar. Bolognese, Nudeln, Ricotta, Bechamel und Käse. Lecker. Das heißt, für 100 Layers brauchen wir 20 Schichten und einrühren. Bevor wir unsere Fleischsoße einsetzen, gehe ich nochmal mit so einem Kartoffelstampfer rein, dass die Brocken, die wir quasi beim Anbraten hatten, sich auflösen und das alles einen gleichmäßigen Biss bekommt. So, jetzt wird es nochmal richtig spannend für unsere Kleidung, denn jetzt schütten wir die Bolognese in diese große Schüssel, dass wir aus einer Schüssel arbeiten können. Alter Schwede. Jetzt schichten wir die Lasagne in diesem Gigant von einem Behälter. Es ist soweit. Wir können beginnen zu schichten. Und wir schichten mit Lasagneplatten, Tomatensauce, Ricotta, geriebenem Käse und Bechamelsoße. Es ist wirklich ein absolutes Massaker. Also zunächst starten wir mit ein wenig Soße. Das ist einfach wirklich so ein Tropfen auf einem heißen Stein. Ne? Also unglaublich. Das Gefäß ist auch so tief, ja, dass ich da so kaum reinfilmen kann. Rein. Das ist wirklich crazy. Okay, das sieht auch schon mal gut aus. Dann als nächstes nehmen wir immer 1, 2, 3 Platten von unserer Lasagne. Nummer 1, Nummer 2 und Nummer 3. So, weiter geht's mit unserem Ricotta. Dafür mache ich einfach so kleine Kleckse in unsere Form. Ihr merkt schon, das dauert ewig, wenn ich das so mache. Deshalb helfen mir die Jungs gleich. Aber wir haben noch einen Trick in petto, und zwar werden wir diese Form, wenn sie einmal komplett gesetzt ist, pressen mit der anderen Form, sodass sie kompakt ist, alles verteilt ist und wir uns jetzt ein bisschen unsaubere Arbeit leisten können. Alright, weiter geht's mit Bechamel. Also Bechamelsoße, einfach tropfen. Wir können auch keine großen Layers überhaupt machen, weil wir auch einfach 100 haben wollen. Ne? Und zum Abschluss was Parmesankäse sowie etwas Mozzarella. Fertig ist die erste Lage. Die erste Lage, aber eigentlich sind es ja jetzt schon 5 genau. Lagen. Fertig sind die ersten Lagen von unserer 100 Lagen Lasagne. Mama mia, Leute, das ist wirklich Arbeit. Also, wenn ein Restaurant eine 100 Schichten Lasagne auf der Karte hat, dann wisst ihr, die geben sich Mühe. Und wir gucken jetzt mal, wie viel Platz wir kriegen, wenn wir das Ganze einmal stopfen. Ich lege ein bisschen Backpapier oben drauf. Wir sind schon bis zum Rand voll und boah, so viel passiert gar nicht. Nee? Nö, also ein aber mach mal wirklich mit deinem gesamten Gewicht. Nee, guck mal, dann kommt an der Seite die Soße raus. Ja, geil. Okay, komm, das passt. Und ein bisschen Platz haben wir dadurch mehr bekommen, aber nicht so viel wie ursprünglich gedacht. Das heißt, wir machen noch 2, 3 Schichten drauf und dann sind wir fertig. Leute, ich hätte nicht gedacht, wie viel am Ende des Tages in diesen Behälter hier reinpasst. Ich meine, wir haben die gesamte Bolognese-Soße fast aufgebraucht. Das ist vielleicht noch für eine Portion Nudeln. Kann man sich perfekt die nächsten Tage noch gönnen. Das wiegt bestimmt 7 Kilo, 8 Kilo. Ja, hätte ich auch gesagt. Jetzt mache ich mir den Rücken so kaputt. Nur aus Schulter. Alter Schwede. Das ist wirklich krank. Ich habe Angst, dass der Ofen das nicht tragen kann. 185 Grad, Umluft und rein da. Das biegt sich wirklich. Und ich schätze, das dauert jetzt bestimmt 1,5 Stunden und dann sehen wir das hier hinten wieder. Während wir auf die Lasagne warten, machen wir eine schnelle Trüffelpasta. Ihr wisst natürlich, dass es keine normale Portion ist, sondern eine XXL-Portion im Käseleib. Das wollte ich schon immer mal machen, in einem echten Parmesankäse eine Trüffelpasta zuzubereiten. Und es war wirklich nicht leicht, daran zu kommen, Leute. Ich sag's euch, man kann die Dinger natürlich kaufen, ne? Aber all das, was hier fehlt,
hätten wir rauskratzen müssen und was weiß ich was damit machen müssen. Deshalb haben wir bei einem Restaurant angerufen und haben gefragt, können wir euch einen benutzten Käseleib abkaufen? Hier ist das Ding. 160 Euro hat das gekostet, das gute Stück hier. Der Ablauf ist denkbar einfach. Also wir haben einen riesigen Parmesanleib, den wir komplett füllen wollen mit Pasta. Dafür nutzen wir 2,5 Kilo Spaghetti und wir machen eine kleine Sahnesoße, die ich hier in dieser Pfanne beginne. Deshalb mache ich sie heiß, gebe ein bisschen Butter hinein. Das war gerade voll der Glitch. Da drüben habe ich 2 Trüffelprodukte, mit denen ich arbeiten werde. Einmal ein Pâté, Trüffelaroma und eine Trüffelbutter, die einfach einen brutalen Trüffelgeschmack hat. Zwiebel geschnitten, die glasieren wir einfach. In der Zwischenzeit schneide ich einen Knoblauch und dann geben wir den auch dazu. Zwiebeln und Knoblauch sind glasig, das heißt für mich ist die Zeit gekommen, ein wenig Sahne darüber zu geben. Und mit ein wenig meine ich knapp 500 Milliliter. Wir wollen wirklich aber verhältnismäßig zu den Nudeln nicht so viel Sahne, sondern mehr auch Cremigkeit durch den Parmesan bekommen. Sonst hätten wir ihn ja gar nicht kaufen müssen. Also die Sahne schmilzt, blubbert jetzt ein bisschen vor sich hin. Und in der Zwischenzeit kann ich schon mal anfangen, Parmesan zu kratzen. Weil mit diesem Löffel hier werde ich jetzt so kleine Parmesanflocken lösen, so wie es im Restaurant gemacht wird, sodass die später durch Nudelwasser, durch unsere Sahnecreme geschmolzen werden und wir hier drin einen absoluten Traum einer Trüffelpasta anrichten können. Wir kochen ein paar Nudeln. Unsere Sahnesoße ist fertig und die schmecken wir jetzt einmal ab. Wir geben ordentlich Tartufata dazu, ein Trüffelpaté und dann der heilige Trüffelgral, Butter vom weißen Trüffel und geben sie einfach hinzu. Sieht wenig aus, aber das Zeug ist brutal. Jetzt rühren wir das Ganze ein und ich glaube, dann entsteht auch direkt schon die Optik, die wir wollten, nämlich diese cremige Trüffeloptik. Wir geben dazu noch Pfeffer und eine Prise Salz, denn der ganze Parmesan hat ja auch jede Menge Salz. Damit sollten wir fein sein. Alles ist aufgelöst. Wir geben jetzt die Soße in unseren Parmesan. Ich bin wirklich gespannt, denn wenn alles gut läuft, verbinden sie sich jetzt schon. Sonst setze ich darauf, dass es gleich passiert, wenn wir die heißen Nudeln drauf geben. Also ab in den Parmesanleib. Alter Schwede. Drehen, 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 rühren, rühren, rühren. Natürlich kann man danach den Parmesanleib noch weiter verwenden, indem man den einmal sauber abkratzt. Wir schöpfen uns auf jeden Fall auch gut Nudelwasser ab, dass wir gleich einfach sehr, sehr flexibel sind mit dem Nachjustieren. Zeit, die Nudeln abzugießen. Here comes the pasta. Los geht's, rein in den Käseleib. Mama mia. Los geht's, betet für mich, dass es cremig wird. Alter Schwede. Hörst du das? Ja, ich höre das. Können uns übrigens auch für Hochzeiten buchen, Großveranstaltungen jeder Art. Ich würde sagen, Zeit zum Essen, oder? Ich glaube auch. Ich glaube, da können sich jetzt ein paar Leute sehr drüber freuen. Alter Schwede. Ja, das ist einfach Traum. Und wie immer, Leute, seht ihr jetzt gerade eingeblendet, wie viel Kalorien diese Käsepasta hat. Ich glaube, ein paar. Cremigkeit ist wirklich on point, ne? Häufig kriegst du die im Restaurant nicht so cremig. Probieren wir die Trüffelpasta. Ich bin wirklich, komme gar nicht aus dem Schwitzen raus, aber es hat wirklich Spaß gemacht, die zuzubereiten. Und mit so einem Parmesanreib, das ist einfach unglaublich. Und die hat auch richtig schön viel leckeren Trüffelgeschmack. Trüffelgeschmack, du hast Knoblauch, du hast Herzhaftigkeit. Ohne Witz, für eine Familienfeier lohnt sich so ein Parmesanrad. Mhm. Ist ja übelst geil. Wir genießen jetzt alle unseren Teller Pasta und dann sollte auch irgendwann schon die Lasagne fertig sein. Aber ich glaube, wir brauchen ein kleines Päuschen, bis wir uns die heute Abend gönnen. Schauen wir uns jetzt einmal unsere Lasagne an. Also das habe ich noch nie gesehen. Das ist wirklich unglaublich. Also nicht mehr und nicht weniger. Und es gibt ein Problem. Wenn wir die Lasagne jetzt umdrehen, aufschneiden, dann hat sie noch nicht die Festigkeit, die es braucht, weil sie halt noch weich ist, quasi noch kocht innen drin. Wir müssen sie jetzt abkühlen lassen und wir müssen uns jetzt auch extrem betrinken bei unserer Weihnachtsfeier. Das habe ich getan, deshalb seht ihr mich jetzt einen Tag später ein bisschen angeschlagen hier in der Küche, aber umso mehr freue ich mich über unsere Lasagne, die jetzt die ganze Nacht draußen geruht hat. 100 Schichten soll sie haben, um ehrlich zu sein, ich habe gestern nicht mitgezählt. Ich bin gespannt, wenn wir sie gleich aufschneiden, wie viele es wirklich geworden sind, aber ich denke auch, dass das Ruhen wirklich wichtig war. Hätten wir die gestern aufgeschnitten, das wäre nichts geworden. Also, wie machen wir das jetzt am besten? Das Ding ist wirklich super schwer. Ich habe mir gedacht, ich nehme mir vielleicht das Brett hier. Boah, Junge, Alter. Die ist gerade wirklich einfach so, runter in den Keller gefallen mit dieser Lasagne. Und jetzt ist die Frage, wie kriegen wir sie raus? Einfach mal ein bisschen. Oh, sie löst sich, sie löst sich. Vorsichtig. Ja, seid ihr bereit? 100 Schichten Lasagne. 3, 2, 1. Wow. Alter Schwede. Ey, ich brauche das so dringend gerade. Das war die beste Entscheidung, das heute zu machen. Was ist das für ein Monster? Es sieht wirklich aus wie ein Monster. Das so ein ist ein bisschen. Vulkan, Bro. Und wir schneiden die Lasagne an. Fuuuuck. 100 Schichten Lasagne.
Eieiei. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 18, 19, 20. Über 20. Und wir haben ja gemacht, eine Schicht Nudeln, eine Schicht dies, eine Schicht das. Also 100 Schichten erfolgreich erreicht. Sehr gut. Jetzt müssen wir nur noch testen, ob das Ganze auch schmeckt. Also machen wir uns einen schönen Teller fertig und genießen die ganz in Ruhe. Hast du einen neuen Freund gefunden? Ich nenne ihn Bollo-Mann. Das sieht wirklich sehr, sehr besonders aus. Also es hat auch so viel Spaß gemacht, das zu stapeln und so. Ich war richtig wie in meinem Film. Ich habe mich gefühlt, als würde ich Lego bauen oder so. So haben wir das Ganze jetzt angerichtet. Noch ein bisschen Bolognese unten, von allen Seiten so eine Scheibe angebraten. Und ich sage euch ganz ehrlich, das ist alleine schon eine doppelte Portion. Im Restaurant würdest du die Hälfte davon bekommen. Ich freue mich so sehr darauf, das zu essen. Ich glaube, das wird mich auch gut nach vorne bringen. Dann probieren wir mal die 100 Schichten Lasagne. Es war jetzt gerade beim Schneiden schon merklich knusprig. Also mal rein in die Soße. Und ganz ehrlich, wir können schon ein bisschen stolz auf uns sein, weil alles, was wir heute gegessen haben, war nicht nur groß, sondern auch wirklich lecker. Wenn diese Lasagne es auch ist. Es ist wirklich krass. Alle Nudelplatten sind perfekt weich. Haben trotzdem noch einen leichten Biss. Diese Bolognese, herzhaft, es ist saftig. Es macht einfach Spaß zu essen. Und irgendwie, dadurch, dass man weiß, dass das aus diesem dicken Oschi kommt, ist es noch viel geiler. Und ihr seht jetzt schon, wie viel davon weg ist. Ne? Ich habe allen ein bisschen was vorbeigebracht an den Arbeitsplatz. Alle bestens versorgt, aber die Hälfte davon nehme ich nach Hause mit. Die andere Hälfte nimmt Eric. Dann haben wir auch die Bolognese besiegt. Ihr seht, wie immer, den Kalorienwert eingeblendet, den dieses Monster ursprünglich hatte, bevor wir angefangen haben, es aufzuessen. 29.000 Kilokalorien. 29.000 Kalorien. Ein Tag XXL kochen hat richtig Spaß gemacht. Schreibt in die Kommentare, wenn ihr das Ganze nochmal sehen wollt, weil es gibt mit Sicherheit noch viele Gerichte, mit denen wir das machen können. Falls ja, freue ich mich. Wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Bis dahin, ciao, ciao.